Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Ausgabe von Steelers TV Talk. Heute bei mir ein sehr, sehr spezieller Gast. Ich freue mich riesig, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Kubo-san. Hallo, wie geht's? Sehr schön. Ja, wir haben das ein bisschen vorbereitet für euch, das Interview. Und zwar werde ich ihm die Fragen auf Englisch stellen, er wird sie auf Japanisch beantworten. Und da wir das Ganze schon mal durchgegangen sind, kann ich euch dann direkt sagen, was er immer gesagt hat. Ja, zwar haben die Hamburg Steelers letztes Wochenende gegen die Doren Wild Farmers sozusagen ihren Fluch gebrochen und vorher sich doch immer echt recht schwer getan. Die Spiele haben geendet am Samstag 15:0 für die Hamburg Steelers und am Sonntag dann 4:1 für die Hamburg Steelers hier in Hamburg am Langenhorst am Ballpark. Kubo-san, what were your impressions from the games last weekend? そうですね、これからの試合、全て大事になって、きます、選手は、オースティンが素晴らしいピッチングをして、選手がね、打者もすごく調子がいいので、必ず、2連勝できると信じてました、はい、Ja, und zwar hat gesagt, dass sie auf jeden Fall die Nummer 1 sein wollen in Deutschland hier und dass jedes Spiel für sie wichtig ist, das sie angehen und dass es schön ist zu sehen, dass im Team alle dasselbe Ziel haben. Und dass auch Austin in den letzten Spielen immer besser geworden ist und richtig zugelegt hat. Von daher war er sich sehr sicher, dass sie die Spiele auf jeden Fall gewinnen. Und auch die Line-Up und das Base Running viel, viel besser geworden ist als am Anfang. Und von daher war er sich der Siege recht sicher, auch bevor die Spiele schon stattgefunden haben. How do you like pitching or playing for the Hamburg Steelers so far? そうですね、とても楽しんでやっています、監督の、ね、デイビッドが、素晴らしい雰囲気を作ってくれて、選手も、ね、全員選手同士、ちゃんとリスペクトして、すごくいい雰囲気で、やられているところがすごい、僕自身、いいチームだなと思っています。それから、ね、選手趣味でやっているというふうに思われるがちなんですけども、チーム自体はデイビッドの考えとしては世界で戦えるようなチームを作っていきたいと思ってますので、選手もすごい意識を高く持って、取り組んでいます、はい、そういうチームです。 Okay, also er hat gesagt, dass er sehr, sehr viel Spaß hat hier, dass es eine super Atmosphäre im Team ist. David ist ein richtig guter Coach, der auch von allen sehr respektiert wird und hier auch gute Ziele hat, dieselben Ziele wie er. Und sein Ziel, auch Davids Ziel, ist es, die Steelers auf die internationale Bühne des Baseballs zu bringen. Und er sagt, er kann richtig merken, dass alle Spieler im Team hier nicht nur einfach Baseball als Hobby haben, sondern dass für die Baseball a way of life ist, dass die halt dass sie dahinter stehen und dass hier alle alles geben. Und das ist das, was ihm hier in Hamburg so gut gefällt und was ihm am Team halt auch Spaß macht und warum er es so schön hier findet. Then the next one is, so what's your favorite German food? German food. Number one, Steelers Burger. Steelers Burger, yeah, sehr yeah. schön. Der ist doch sehr lecker. Yeah. Noch irgendwas? Something else? Schnitzel. Schnitzel? Hamburg, Mehlbutz, Cinnamonpfann. Franzbrötchen. Ja, ja, ja. Das habe ich ihn hier schon ein paar Mal essen sehen, deswegen wusste ich das halt auch. Auf jeden Fall scheint ihm die deutsche Küche auch zu schmecken und er ist da gar nicht abgeneigt und isst auch alles. Aber Steelers Burger Nummer 1, den müsst ihr natürlich auch alle mal ausprobieren, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Nächstes Wochenende geht es dann hier gegen die Bonn Capitals. Der Tabellenerste kommt hier an den Langenhorst gegen den Tabellenzweiten Hamburg Steelers. Man könnte sogar sich die Tabellenspitze erklimmen mit 2 Siegen hier. Von daher auf jeden Fall spannende Spiele am Samstag um 15 Uhr, am Sonntag dann um 12 Uhr die Spiele. Die Bonn Capitals haben sich ja noch verstärkt, auch mit einem japanischen Pitcher, Toru Murata. Und das ist natürlich ein super Duell, was hier dann am Sonntag stattfinden wird. So what's your expectations from the games on the weekend, especially you facing a Japanese pitcher on Sunday then? 村田選手とは、初めて対戦するので、すごく楽しみにしています。ボンとの直接対決残り4試合あるんですけども、必ず全て勝つつもりで、全部重要になってくるので、必ず、勝つつもりで、頑張りたいと思います。でそれから、必ず、ね、スティーラーズが、優勝して、北でも1番そして南のチームに向かって、1番になってね、来年の、チャンピオンシップに、出場したいと思ってますので、頑張りたいと思います、はい。
Okay. Also, er hat gesagt, dass der Pitcher Toru Murata 5 Jahre jünger ist als er und der kommt zwar aus derselben Ecke, aber haben noch nicht gegeneinander gespielt oder miteinander gespielt. Er freut sich aber riesig auf das Duell gegen ihn und speziell natürlich auch gegen die Bonn Capitals, Baseball auf höchstem Niveau hier zu spielen. Er sagt aber auch, dass alle Spiele zum Ende der Saison jetzt wichtig sind und dass sie alle Spiele gewinnen wollen, dass das ganze Team und er hier richtig hart trainieren, um das auch umzusetzen und alles geben. Ja, und da freuen wir uns natürlich drüber, dass das halt so ist und wünschen natürlich ihm und dem Team auf jeden Fall viel Glück dafür. Jetzt am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag dann um 12 Uhr hier die Spiele live in Hamburg. Kommt gerne vorbei, schaut gerne zu im Stream, wenn ihr nicht aus der Ecke kommt oder kommt in den Ballpark. Wird bestimmt ein spannendes Duell am Wochenende. Wir freuen uns riesig und ich habe auch ein bisschen was gelernt für euch. Kiwado arigato. Danke schön. Ja.